immer die Probe aufs Gegenteil. Was wäre denn, wenn die Struktur des Dao nicht diese bittersten Rätsel der Existenz und des Sexus als Grundstruktur hätte, diese Mark- und Bein ergreifenden Kränkungen des Unwiederbringlichen, des Verlusts von allem qua Dyssymmetrie, nicht nur des Verlusts, sondern vor allem auch das niemals erreichen können, der Gegenseite des Gegenpols qua dezentrierter Polaritäten. Was wäre denn, wenn das geschlechtliche Schlüssel-Loch-Prinzip einfach zwei gleichförmige Kondensatorplatten wären und nicht eine gewölbte, konvexe und konkave, ineinandergreifende Struktur, die sich nach der kurzzeitigen Begegnung, nach der Entkoppelung, auch vorher schon nie etwas zu sagen gehabt haben würden, qua Asymmetrie, der Mann, das Kind wird enttäuscht von seinem Körper, den es verlieren muss und vorher nicht erreichen konnte. Der Mann wird enttäuscht von der Frau, die er nie erreichen konnte und wieder verlieren muss. Die Kinder, die Abzweige, werden den Körper der Mutter, den sie sich in Abwendung vom Körper des Mannes als nächstes vornimmt, enttäuschen. Nie wird es stattfinden können, dass sich die beiden Seiten des Lebens zum Tode der Konsequenz, die aus dieser Enttäuschung, aus dieser Kränkungsreihe hervorgeht, dieser ultimativen, abgrundtiefen Übelkeit, nämlich das Leben des Todes, das Leben zum Tode so zu leben, es erst recht nun zu wiederholen und auf die nächste Warteliste zu elevieren, oder aber im Gegenteil die Hoffnung des Parmenides gehabt zu haben, dass gerade das unterbliebe und man hierdurch dieser Kränkungs-, Enttäuschungs-, Asymmetriereihe ein Schnippchen schlagen würde und die inkompatiblen Asymmetrien glättete und tatsächlich im Kondensatorspalt eine Berührung der Pole erfolgte, sodass das Energieniveau auf Null geht, als jene andere Weise eines Lebens zum Tode.